Dies ist unser Codesystem. Hier kann man den Code eingeben. Dies ist unser Startsystem. Hier hat man die verschiedenen Apps. Mit hoch und runter kann man zwischen den verschiedenen Seiten wechseln, mit rechts und links zwischen den verschiedenen Apps auf den Seiten. In den Einstellungen haben wir zum Beispiel unsere Credits. Dort kann man auch sich Hilfe anzeigen lassen, was alles ist. Dann kann man sich zum Beispiel in dem App Store sogar Apps runterladen. Dies sieht dann so aus. Diese Apps werden dann auch hier angezeigt in dem Startsystem. Diese App dient zur Unterhaltung. Wenn man nach rechts geht, wird ein neuer Witz angezeigt. Hier sieht man zum Beispiel einen. Oder hier. Nach 50 Witzen beendet das Programm. Dies ist die Lautstärken-App. Das Ding schon. Hier hat man ein paar Voreinstellungen und man kann die Kommastellen bestimmen. Jetzt sieht man, wie laut es im Raum ist. Dieser ist, glaube ich, sogar sehr genau, dieser Dezibelmesser. Dies ist unsere Mess-App. Hier hat man die Auswahl zwischen zwei Sensoren. Hier kann man dann gucken, an welchen Port dieser angeschlossen ist und dies auswählen. Jetzt kann man noch angeben, welche Einheit man möchte, ob Zentimeter oder Zoll oder Millimeter oder Meter. Man kann auch Dezimeter auswählen und halt die Zentimeter. Wenn man dies hat, dann zeigt einem das recht genau an, wie weit das alles entfernt ist. Dies ist WhatsApp. Man kann hier Buchstaben eingeben und dadurch Wörter formen. Ich gebe jetzt hier einfach irgendwas ein. Und eigentlich kann man das dann auch auf den anderen Stein verschicken. Dies funktioniert im Moment aber leider nicht, weil es irgendein Problem bei Mindstorms gibt.